Gleich für vier Spieler der Würzburger Kickers wird die Partie am Samstag gegen den VfR Aalen auch zu einer Reise in die Vergangenheit. Sowohl Fabian Weiß als auch Marco Haller, Robert Wolnikowski und Necmedin Dagfuß haben nämlich schon einmal die Fußballschuhe für das Team von der Schwäbischen Alb geschnürt. Dagfuß wechselte gar erst im Sommer vom Zweitliga-Absteiger zu den Kickers. Für den 29-Jährigen ist es alleine schon deshalb eine besondere Partie. Und da sind noch einige Spieler im Kader, mit denen ich letzte Saison noch zusammengespielt habe. Und ja, wie es so ist, freut man sich immer wieder, gegen den Ex-Verein zu spielen. Da hat man eine besondere Motivation. Ja, wir spielen jetzt zu Hause. VfR Aalen ist, denke ich, eine erfahrene Truppe. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt endlich mal zu Hause den Schlag setzen und unseren Dreier einfahren. Denn auswärts haben die Kickers bisher 12 Punkte eingefahren, doppelt so viele wie zu Hause. Zudem gab es in der Flyer-Alarm-Arena erst einen Sieg. Von einem Heimfluch aber will Dagfuß nichts wissen. Also ich bin nicht so abergläubisch. Ich denke, wir haben das letzte Spiel wieder mal zu Hause sehr gut gespielt, haben nur unsere Chancen nicht genutzt. Und ich denke, wenn wir in Zukunft jetzt unsere Chancen nutzen werden, dann werden wir zu Hause auch gewinnen, genau wie wir es auswärts schaffen. Zuletzt gab es bei den Stuttgarter Kickers nach einer starken Teamvorstellung nicht nur den vierten Saisonsieg, sondern endlich auch das erste Tor nach einer Standardsituation. Wir sind halt keine große Mannschaft in der Luft. Wir sind relativ, ja, will nicht sagen klein, aber wir haben jetzt keine 1,90 Meter Jungs drin. Deswegen müssen wir gut laufen, schneller laufen wie der Gegner. Vollgas geben ist natürlich auch am Samstag wieder angesagt. Mit Aalen gastiert ein überaus erfahrenes Team, das den Kickers sicher alles abverlangen wird. Vor 5 Monaten waren wir noch in der Regionalliga, in der zweiten Liga. Also ist natürlich eine ausgepuffte Truppe, ist gar keine Frage. Aber wir glauben an uns, wir geben Gas und wir haben Respekt, aber keine Angst. Auch weil immer mehr Spieler endlich zu ihrer Topform finden, so wie etwa der zu Saisonbeginn noch verletzte Liridon Wokai. Der interpretiert seine Rolle im Mittelfeld zunehmend offensiver und bereitete auch deshalb letztes Wochenende in Stuttgart klasse den Ausgleichstreffer vor. Ja, da der Nick Fennell ein bisschen der Defensivere ist, habe ich mehr Möglichkeiten, mit nach vorne zu machen. Und das macht halt auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr Fußball spielen kann. Und das heißt, Spaß heißt auch nicht nur vorbereiten, sondern auch mal scoren? Ich hoffe bald. Mit einem Sieg würden die Kickers in der Tabelle an Aalen vorbeiziehen und wenn alles optimal läuft, sogar bis auf Platz 5 klettern.